Herzlich willkommen zurück zum letzten Kapitel. So.
Gruppenunterhandlung. Warte mal und Griffen Borneo Sport. Was kommt jetzt nur? Kopfgeldjagd, aha. Komm rein, ich nur ein bisschen. Was macht man weiter? Wie läuft das Geschäft? Läuft. Mit offenen Rechnungen. So, wenn du das machst. Den Arsch sollte man bei lebendigem Leib häuten. Ich bin ja sehr nachsichtig, aber niemand sentiert die Flagge der USA. Na jedenfalls, hättest du Lust, in die aufstrebende Kopfgeldjagdbranche einzusteigen? Was? Kautionspflichtige einsammeln? Kautionsbetrüger, Beknackte, Arschlöcher, die ganze Palette. Nur lebendig müssen sie sein. Du kriegst sogar meine alte Freundin, die B128. Kompakte Pistole für Betäubungspfeile. Und dann bringe ich sie hierher, ja? Der Kofferraum bietet sich da an. Man will sich ja nicht die Sitzpolster ruinieren. Dein erstes Ziel ist Ray Class. Wurde mit baumelndem Lümmel auf offener Straße erwischt. Sympathischer Vogel. Der Junge ist bloß etwas verwirrt. Er sieht das als politisches Statement gegen den Krieg. Das hat ihm eine Tracht Prügel von den Jungs im Polizeirevier eingebracht. Viele von denen haben gedient oder haben Söhne beim Militär. Die nehmen sowas persönlich. Ray wird per Haftbefehl gesucht. Also werden die Cops nicht gerade freundlich zu ihm sein. Bingo. Ray hat ein paar der Kriegsgegner im French Ward, Southdowns und der Innenstadt zugewunken. Mit seinem Schwanz. Na gut. Ich gehe zu einer dieser Versammlungen und schnapp ihn mir, bevor die Bullen tun. Die Klasse ist schlüpfrig, wortwörtlich. Hyperhydrose, er schwitzt dauernd. Und der Ray, du Platz, okay. Der fliegt so. Ich muss die Bullen rufen.
Northbound Schlitten in Southdowns. Irgendwas Schnelles. Ich geh noch eben pissen, dann bring ich ihn raus zu dir. Ich hab dir einen Wagen für dich. Ich weiß, dass du schätzt. Abplatz zum Maschinen. Das haben wir auch schnell. Und nun. Ich hätte dir wohl doch Handschuhe mitgeben sollen. Ich habe gesehen, du hast Ray weggeschafft. Wir sind gut. Mann, Ray muss vor Gericht. Aber ich werde bei jedem Verhandlungstermin für ihn da sein. Bist du jetzt etwa Gefühle? Die Zeit klopft lange weich. Auf dich wartet als nächstes ein Betrüger namens Kurt Mancini. Ist mit seiner windigen Ölbohrfirma im Fadenkreuz der Dixie-Mafia gelandet. Der arme Kurt. Vergieß wegen dem Arsch keine Tränen. Der hat sich auf arme alte Witwen spezialisiert. Überlass ihn einfach den Kurt. Oh, könnte ich. Aber womit würde ich dann mein Geld verdienen? Soweit ich weiß, haust er in so einem Drecksloch. Da schaue ich zuerst nach. Mancini ist ein Betrüger und ein Dixer. Geh zum Maschinenmotel. Okay. Das haben wir schnell los erwartet. Marshall, ich bin bei Kurt. Aber jemand war schneller. Eine Leiche gefunden? Noch nicht. Wenn der Kerl wirklich so schlüpfrig ist, ist er hoffentlich auf den Dixies einen Schritt voraus. Ich sehe mich mal um. Vielleicht finde ich seine Spur.
Was? Du meinst so? Denke, auf solche Jungs stehst du also? Zu Dürr. Ich brauch was zum Anpacken. Ich hab den Mietvertrag und French Ward läuft auf eine Terra Under. Ich wette, unsere Dixie-Freunde waren da schneller. Könnte nicht schaden, da zu warten. Vielleicht taucht er auf. Okay. Ich hoffe, das war die letzte Station. Ich schwöre, es ist hier. Ich bin etwas verwirrt. Dann solltest du dich schnell entwirren. Sonst ist hier Endstation für dich. Falls du verstehst. Ja, natürlich. Es ist genau hier. Hey, Kurt ist abgehauen. Dann solltest du ihn finden und betäuben. Cliffield Bailey. Dann pack das Häuschen Elend mal ein und schaff es her. Ausgezeichnet, Mr. Clay. Los, raus! Auf! So.
Oh oh. Und nun mal an Kopfgeld aufbrechen. Der Scheißkerl wollte mir einen narrensicheren Weg verraten, wie ich von zu Hause aus Geld jeden weitergeben kann. Hab ihm kurz mal den Schießreiber vorgestellt und das war's. Auf jeden Fall habe ich da noch einen für dich. Brian Patrick O'Malley. Kommt mir bekannt vor. Irischer Gangster, alte Schule aus Baton Rouge. Musste türmen, als ihn das FBI auf die Pelle rückte. Man munkelt, O'Malley wolle sich hier in Newbordeaux die Taschen füllen und dann nach Mexiko abhauen. Das Letzte, was ich brauche, sind noch mehr angepisste Gegner, die um diese Stadt kämpfen. Das dachte ich mir auch. Ich habe gehört, O'Malley würde sich mit Mario vertrauen haben. Fang ihn ab, bevor er seinen Plan umsetzt. Ich schätze, du brauchst dir Leben für die anderen. Leichen bringen kein Geld. Außerdem hat er vier Brüder. Alle dick im Geschäft oben in Baton Rouge. Du brauchst nicht noch mehr Feinde, würde ich sagen. Betäubungspfeile also. O'Malley hat Schläger bei sich. Pass auf dich auf. Thank you.
Ja? Bitte entschuldigt mich. Ich muss ein Wörtchen mit dem Besitzer dieses Etablissements wechseln. Ja. Ja. So. Mausel! Jetzt hast du mir auch gelangt. Na. Nein. Ich geh dann runter trainieren.
Scheiße! Schwing deinen Arsch wieder hierher! Hat das noch jemand gesehen? So und K.O. Schee. Halt die Schnauze, Matze. Mache. Ich soll verschwinden. Ich muss verschwinden, Marcel. Nee. Nein, im Spiel. Im Spiel, du Köpfe. Nein. Und der Zug reist. Rede mit Mascha. Du erledigst die Dinger. Danke, dass du Melly geschnappt hast. Nachdem die Drillen ihn geschnappt haben, wirst du für seine Brüder nicht mehr von Nutzen sein. Wahrscheinlich schieben die schon gewisse Pläne. Das ist ziemlich eiskalt, Mascha. Ist für mich alles eine Frage der Schadensbegrenzung. Lässt man einen Arsch wie O'Malley super dummes brauchen, oder haben sich lieber seine Brüder im Knast um ihn kümmern? Wir beide wissen, wie das läuft. Das brauchen wir ein wahrer Mega. Was soll ich sagen?
Man muss halt kleine Scheißsachen machen, um die richtig großen Scheißsachen zu verhindern. Und Leichen verschauen wir unterwegs. Hey, wenn ich mit Gardinen predigt will, rufe ich meine Mutter an. Du hast das Richtige getan. Dieser Duplass. Ich habe mit einem Kumpel bei der Staatsanwaltschaft geredet. Er kommt frei und lässt den Hosenstall jetzt zu. Es geschehen doch immer wieder Wunder. Ja, deine Wunder. Danke für deine Hilfe, Nathan. Wir sehen uns, Marshall. Du hast dich über deine Familie gekümmert, Junge. Gute Arbeit, meine Stelle. Was haben wir da? So, meine lieben Freunde. Hiermit beende ich den Pfad mit Mafia 3 und genau Klanken. Bis dann und ciao, Leute. Beim nächsten Projekt bei dir, bei Fast Baby. Bis dann und ciao.